Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, genauer gesagt chinesischer robuster Outdoor-Smartphones, denn das ist das Cubot Quest. Wir hatten schon über das Gerät gesprochen, und zwar im Unboxing, und nun habe ich das Gerät einige Tage im täglichen Gebrauch gehabt. Es ist ja mit 135 Euro aktuell bei Gearbest, gerade im Outdoor-Bereich ein wirklich günstiges Telefon. Und deshalb bin ich gespannt darauf, was ich über das Gerät sagen werde. Ihr werdet es auch erfahren, und zwar direkt nach dem Intro. Dann beginnt nämlich der Alltagstest. Nicht wahr? Deshalb steht es auch in der Überschrift. Viel Spaß. Schön. Es gibt neben dem Cubot Quest auch noch ein Cubot Quest Lite. Aber ich habe das Quest. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich kann euch das Lite unten auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Aber empfehlenswert, jetzt rein preislich, auf jeden Fall das Quest. Falls sich das jetzt nicht ändert, das ist nämlich eine Flash-Sale-Aktion mit den 135 Euro und die geht noch 3 Stunden 24. Ich glaube, wenn ich das Video online habe, dann ist die vorbei. Also einfach mal unten nachschauen. Im Moment finde ich den Preis aber recht attraktiv. Warum? Weil wir dafür ein 5,5 Zoll großes Display mit HD-Plus-Auflösung bekommen. 1440x720 Pixel, natürlich IPS. LCD. Im Inneren werkelt der 6762, beinhaltet ein Octa-Core-Prozessor mit maximal 2 GHz, sowie 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festspeicher. Also ein richtig vernünftiger Speicherausbau, der sich auch noch per MicroSD-Karte erweitern lässt. Das habe ich auch getestet mit einer 128 GB großen MicroSD-Karte von SanDisk. Das funktioniert wunderbar. Die Hauptkamera ist eine Dualkamera mit 12 und 2 Megapixel. Die Frontkamera, die löst damit 8 auf. Ach, und die Hauptkamera wird im Übrigen von Sony gesponsert und ist eine IMX 486. NFC wird unterstützt, das ist in dem Preisbereich sehr löblich. LTE ist natürlich auch an Bord, und zwar mit den Bändern 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 und 20. Der Akku misst 4000 mAh, Bluetooth 5 wird unterstützt, sowie Dual Wi-Fi. Geladen wird über USB-C und als Betriebssystem kommt Android 9 zum Einsatz. Natürlich ist das Gerät IP68 zertifiziert, das heißt, es ist staubdicht und auch wasserdicht. 213 Gramm wiegt's. Für ein Outdoor-Gerät ist es auf jeden Fall ein vernünftiges Gewicht und wir haben eine Gerätestärke von etwas über ungefähr 11,5 mm. Das ist auch für ein Outdoor-Gerät, die immer größer und schwerer sind als normale Telefone, sind das ganz vernünftige Werte definitiv. Schön. Vom Design her kann ich es auch mal kurz zeigen. Natürlich wieder jede Menge Schrauben. Wobei eine Schraube, das hatten wir im Unboxing schon festgestellt, eine Schraube ist der Power-On-Taster. Das finde ich eine ganz witzige Idee. Aber instinktiv sucht man den Power-On-Taster erstmal, weil man ja denkt, es wäre halt eine Schraube drunter, zwei Lautstärke-Tasten, alles gut verarbeitet. Auch muss ich sagen, dass die Umsetzung eben, dass hier diese Schraube im Power-On-Taster ist, war echt besser als erwartet. Ich dachte erst, es ist klein und fummelig und so, das wird bestimmt zu Problemen führen im Alltag, aber ist gar nicht so. Bin sehr zufrieden. Hier auf der Rückseite die Kamera im Gehäuse versenkt. Ja, das ist hier glatt, schließt man die Gehäuse ab, finde ich super. Hier der Fingerabdruckscanner und noch ein paar Symbole. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, welche Sportart damit gemeint ist, nicht das, was man denkt. Der Typ sitzt in irgendeinem Boot drin. Drüber, das ist relativ eindeutig, aber das fand ich durchaus interpretationsfähig. Ich dachte natürlich, wie jeder andere, auch erstmal an Schweinereien. Hier drunter Cubot-Logo. Auf der linken Seite noch eine frei belegbare Taste. SIM-Schlitten. Auf der unteren Seite USB-C, und zwar unter einer Klappe. Die Klappe muss zu sein. Die muss richtig schön verschlossen sein, sonst ist das Gerät nicht mehr wasserdicht. Auf der oberen Seite haben wir gar nichts. Schön. Der Rahmen sowie die Rückseite, das ist so gummiertes Plastik. Beziehungsweise die Ecken, wie man sieht, die sind nochmal ein bisschen verstärkt. Insgesamt sehr griffig, auf jeden Fall. Und eben nicht so klobig, wie man das normalerweise von Outdoor-Geräten gewohnt ist. Wobei die meisten Outdoor-Kombinationen, so was letztes Jahr so rauskam, die hatten meistens auch Giga-Akkus gehabt. Hier haben wir ja gemerkt, die Akkukapazität ist durchaus begrenzt. Was aber am Ende noch an Laufzeit übrig bleibt, das zeige ich euch nachher bei den Benchmarks. Auf jeden Fall hat Cubot hier beim Design des Geräts mehr Wert auf die Optik gelegt. Und diese roten Designelemente hier, die Streifen auf der Rückseite, dominiert auch so ein bisschen Rot als Designelement. Ist schon ganz gut gemacht. Und ja, auf der vorderen Seite haben wir im Übrigen noch eine Display-Schutzfolie schon drauf. Die habe ich auch drauf gelassen, weil die ist so gut drauf gemacht. Keine Blasen. Doch, hier ist eine kleine Blase. Aber die habe ich verziehen. Schön. Noch Ausschnitte hier, ist ein Lichtsensor, hier ist die Frontkamera, hier die Hörmuschel, hier unten das Mikrofon. Das ist alles schon ganz vernünftig gemacht. Zumal das Telefon mit 135 Euro aktuell wirklich eigentlich für ein Outdoor-Gerät echt günstig ist, vor allem wenn man bedenkt, dass die Hardware eigentlich schlecht ist, also vor allem der Speicherausbau ist richtig vernünftig. Der ist richtig vernünftig. Das Display, das sehen wir hier, das ist auch im Bereich, wo man sagt,
ja, geht noch besser, aber es ist schon ein sehr guter Standard. Inzwischen kennt ihr ja so meine Meinung auch über diese Full HD, ach Quatsch, über die HD Plus Displays hier mit IPS. Das ist immer ein vernünftiger Standard. Hier nochmal eine kurze Nahaufnahme, dass ihr das nochmal richtig sehen könnt. Die Schärfe, beziehungsweise die Pixeldichte, das geht voll klar, es verpixelt nichts. Die Farbwiedergabe, die ist auch wie gewohnt, muss man schon sagen, gut. Blickwinkelstabilität, hier mal gezeigt, die ist auch vernünftig, passt. Maximale Helligkeit ist mit knapp 700 Lux erstaunlich gut und gehört mit zu den höchsten Werten, die ich bisher gemessen habe. Keine Ahnung, warum manchmal irgendwelche einzelnen Eigenschaften vom Display oder vom Gerät überdurchschnittlich gut oder eben schlecht sind. Aber nimmt man doch gerne mit. Das nimmt man doch gerne mit, weil das im Sommer, das überblendet sogar so ein bisschen meine Kamera, weil das nämlich im Sommer natürlich vom Vorteil ist, wenn draußen, wenn es halt sehr hell ist und die Sonne aufs Display scheint. Schön. Über das System können wir nicht sehr viel sagen, weil es sich hier um Stock Android handelt. Ich habe im Testzeitraum keine Systemaktualisierung bekommen. Ich weiß aber, dass Cuber durchaus Systemaktualisierungen rausbringt. Leider kann ich aber in dem Fall halt nichts über die Aktualisierung der Sicherheitsstand sagen. Und der ist im Moment der 5. Februar 2019. Es handelt sich um Android 9, da steht es und es ist Stock Android. Das heißt, im Großen und Ganzen hat hier Cubot an dem System nicht viel verändert. Auffällig jedoch, das ist auch natürlich eine mechanische Änderung, die dann im Android implementiert werden musste. Auffällig ist natürlich hier der Custom Side Key, kurz gesagt die von mir erwähnte frei belegbare Taste auf der linken Seite. Sowas finde ich immer sehr nice to have. Da habe ich jetzt die Kamera drauf. Das heißt, egal wie und egal wo und egal wann, wir die Taste betätigen, wir kommen dann in der Kamera-App raus. Man kann natürlich auch einfach eine andere App drauflegen. Was leider nicht veränderbar ist, das ist hier Long Press Function, also gedrückt halten. Da wird nämlich in jedem Fall der Google Assistant gestartet und das hätte ich schon gerne abgeändert, aber das geht nicht. Man kann nur die Kamera durch eine andere Applikation austauschen, aber Kamera hielt ich jetzt für sinnvoll. Kann sich aber jeder belegen, wie er lustig ist. Ja, ansonsten, wie schon erwähnt, der Rest ist im Großen und Ganzen hier Stock, da gibt es nicht viel zu sagen. Was hier okay ist, ist es eben pures Android. Die Play Protect Zertifizierung liegt jedoch nicht vor, das Gerät ist nicht zertifiziert. DRM-Info wird wahrscheinlich keine große Überraschung für uns bereithalten, denn ja, Security Level ist Level 3. Die Benchmark-Ergebnisse sind da vielleicht schon etwas interessanter, da haben wir 80.000 hier im AnTuTu sowie 1844 im Single-Core von Geekbench und 3709 Punkte im Multicore-Test. Der Work 2.0 Performance-Test von PCMark 5237 Punkte. Dann iStorm Unlimited ist ein Teil von 3DMark. Sagt uns inwiefern die Grafikleistung hier performt 11783 Punkte, 8335 im iStorm Extreme, 718 im Slingshot und im Slingshot Extreme OpenGL 464 mit Vulkan war es nicht kompatibel. Hier die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers in dem Preisbereich ganz vernünftig. Und dann noch ein Virentest und zwar von Dr. Webb hat nichts gefunden. Hier nochmal das gleiche von Kaspersky hat auch nichts gefunden. Das System ist also sauber für diejenigen, die da noch Zweifel haben. Und zu guter Letzt noch der Work 2.0 Battery Life Test. Das ist der Work 2.0 Performance Test von PCMark, der in Endlosschleife läuft, bis der Akku runter ist. Und dann kommen wir hier auf, wir sind großzügig, 9 Stunden am Stück Arbeitszeit mit dem Gerät hier. Das ist okay. Man kommt damit auf jeden Fall über den Tag. Das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, wir reden hier im Moment von fast 9 Stunden dauerhafter Arbeitszeit. Aber für Power-User ist es dann, denke ich mal, zu knapp. Die müssen dann zwischendurch aufladen oder mit einer Powerbank hier noch ein bisschen nachhelfen. GPS-Test, hier bin ich sehr zufrieden. 38 in Sicht, 21 in Benutzung, Genauigkeit von 4 ist echt in Ordnung. Der 3D-Fix, also die Positionierung bekommt ihr innerhalb von ein paar Sekunden, Bewegung 0, stimmt auch. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Auch von der Kamera bin ich positiv überrascht worden. Hier ein Beispielbild, Außenaufnahme. Wir hatten uns ja im Kurztest hier schon unter Studiobedingungen ein bisschen was angeschaut. Und ich muss sagen, wenn man natürlich bedenkt, was das Gerät kostet und dass es eigentlich ein Outdoor-Telefon ist und dass die bisherigen Tests alle echt positiv waren, finde ich die Kamera hier unter den Testbedingungen echt vernünftig. Hier, das ist eine ganz normale Außenaufnahme. Dann hier das gleiche nochmal allerdings ein bisschen mit Tiefenunschärfe gearbeitet. Und da sehen wir hier auch im Makrobereich, dass viele Details erhalten bleiben. Das ist ganz vernünftig. Ich habe das Ganze nochmal probiert. Selfie. Das geht klar, habe ich auch nachher noch ein besseres Beispiel für euch, aber das war auch schon ganz vernünftig hier. Wenn wir zum Beispiel mal zu den Kopfhörern rangehen, da sehen wir, dass die Selfie-Kamera, die Frontkamera hier auch noch ordentlich Details erhält. Hier haben wir natürlich dann schon echt einen schlechten Dynamikumfang, aber das ist bei den billigen Kameras ohnehin immer ein Problem. Das war unscharf geworden, aber das war das einzige Mal, dass der Autofokus dann echt das verbockt hat. Ansonsten, das waren alles so First-Try-Aufnahmen, sind alle gut geworden, was mir hier gefällt, die Schärfe
und die Farbwiedergabe. Und was ich gerade erwähnt habe, ein dauerhaftes Problem in dem Preisbereich ist natürlich der Dynamikumfang. Wenn man sich hier zum Beispiel den Himmel anschaut, dann sehen wir, es kommt schon zu zahlreichen Überblendungen. Und der Himmel selber hat auch keine Struktur mehr. Aber das ist dann schon jammern auf einem hohen Niveau. Video hier ist, ja, das sieht auf dem Display hier auf den kleinen natürlich ganz vernünftig aus. Auch wenn man hier schon ein paar Schwächen feststellt. Es ist recht flüssig. Videostabilisierung kommt natürlich nicht, aber spätestens, wenn man sich das Video auf dem Computer anschaut, sieht man natürlich, ja, es mangelt da auch wieder an Schärfe. Ach ja, genau, hier kann man das auch nochmal schön sehen, wenn man das Straßenschild hier zum Beispiel rangeht. Ja, ich gehe nochmal ganz raus. Das ist gut, das ist lesbar und das ist auch volles Programm lesbar. Man könnte sogar beinahe lesen, was drunter steht. Ich weiß, das ist eine Jahreszahl von bis immerhin. Also gerade wenn man denkt, das ist ja eigentlich ein Outdoor-Smartphone, die ja wie gesagt in der Konstruktion natürlich immer ein bisschen teurer sind. Und da hätte ich jetzt nie erwartet, dass die Kamera hier echt vernünftige Außenaufnahmen abliefert. Hier sehen wir nochmal ein Foto mit reihenweise Cops. Die waren alle wegen mir da, weil ich extrem gefährlich bin. Ja, das ist hier auch nochmal ein In-Car-Selfie. Und das ist echt vernünftig. Ich habe auf Instagram ein Foto veröffentlicht mit FaceApp. Ich in alt, nicht wahr? Hat sich kaum was geändert. Und das habe ich mit dem Telefon hier gemacht. Und das ist auch das Selfie, was ich verwendet habe. Wenn man mal tiefer reingeht, ja, okay, gut, jetzt merkt man natürlich, dass es dann zu Unschärfen neigt. Ist ja klar, wenn man ganz tief reingeht. Aber für eine Frontkamera und in dem Preisbereich bin ich mit den Ergebnissen echt zufrieden. Und das gilt eigentlich auch für die Hauptkamera. Gemessen eben an dem Preis im Moment 135 Euro und auch nochmal Bezug nehmend auf die Leistung, was wir bisher schon so rausgefunden und gemessen haben, bin ich mit den Gesamtergebnissen zufrieden. Ich blende euch jetzt die Bilder in das Video ein. Und danach machen wir mit dem Gaming-Test weiter. So, wir zocken noch eine Runde. Und zwar PUBG. Kurz PUBG. Die Grafikeinstellungen sind natürlich auf niedrig. Und wir sind mal jetzt gespannt, wie es läuft. Die einen oder anderen werden das schon wissen, weil die P22 schon so öfter einen Gaming-Test hatten. Aber egal. Letztendlich ist es ja nicht nur ausschlaggebend, welcher SoC verbaut ist, sondern auch, wie der Hersteller das umgesetzt hat. Manche, die verbauen zwar eigentlich vernünftige Technik, wo man sagt, da müsste es laufen, dann läuft es aber trotzdem nicht. So, ich höre schon jemanden. Oh ja. Da will man Spaß. Oh! Stirb! Stirb! Du hast mit Sichel, habe ich dir umgenietet. Ah, jetzt will er noch abhauen. Na toll, wenn der jetzt noch weiter so rumkraucht, wird das Video nicht jugendfrei. Oh, das. Das gibt's ja wohl nicht. Ey, das ist mega stark, diese Sichel. Oder der hat schon kaum noch Hitpoints gehabt. Meine Güte. Ich glaube, ich nehme nur noch die Sichel. Kann ich nebenbei auch ein bisschen auf dem Feld arbeiten. Schön. Das Tolle ist, ich muss jetzt nicht plündern. Ich bin jetzt bestens ausgerüstet. Und dann könnte ich vielleicht noch jemanden umnieten, wenn sich hier noch jemand findet. Gerade geschaut, ob die Kamera läuft. Es wäre jetzt echt ärgerlich gewesen, wenn ich meine Sichel-Action nicht gefilmt hätte. Aber ist drauf. Mehr gibt es jetzt hier im Umkreis nicht zu erlegen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen 2 Kills. Hoppla. Und wir gehen mal auf den Desktop. Ey, warum ich jetzt ein Taskmanager? Ich würde auf den Desktop. So. Desktop. Wunderbar. Und jetzt gehen wir mal zurück ins Spiel. Wow. Das geht ja sofort. Ja, man kann ja Autolaufen einstellen. Deshalb ist der jetzt weitergelaufen. Wir wechseln mal in die Galerie. Und wieder ins Spiel. Wow. Also die Multitasking-Leistung hier ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Jetzt können wir noch ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Ah ja, das Spiel selber, darüber haben wir uns jetzt noch gar kein Urteil gebildet. Und was soll ich denn sagen? Also dafür, dass das Telefon gerade 135 Euro kostet, läuft PUBG hier echt erstaunlich gut. Es ruckelt eigentlich gar nicht. Klar, es ist jetzt nicht gerade, also die Grafikeinstellungen sind auf niedrig eingestellt, ist ja klar. Aber wichtig ist ja vor allem eben, dass es erstmal flüssig läuft, unabhängig davon, ob man jetzt die Grafikleistung hochballert oder nicht. Außerdem muss es ja noch irgendeinen Grund geben, dass man sich ein Gaming-Smartphone kauft mit einem 855er Snapdragon, beziehungsweise 855 Plus. Hab ich auch nicht gewusst, aber Qualcomm hat ihn jetzt nochmal ein bisschen übertaktet und als 855 Plus veröffentlicht. Wunderbar, gehen wir mal auf den Desktop zurück
und machen mal noch einen WLAN-Test. Schön. Wir beginnen im 5 GHz Netzwerk. Der Router steht wie immer weiter weg. Da sind 4 Wände an Dämpfung dazwischen und meine Leitung macht maximal 50 Megabit. Davon kommen hier noch 48,8 an. Das heißt, beinahe verlustfrei. Das ist ein Wert, mit dem ich durchaus leben kann. Die Upload-Leistung wird hier durchaus durch meine Leitung begrenzt, weil die nämlich nicht mehr als 5 Megabit macht und die werden sogar reicht. Das ist keine große Überraschung. Also hier im 5 GHz Netzwerk starker Wert. Und wir wiederholen im Spaß, und zwar im 2,4 GHz Netzwerk. Und da haben wir hier 27,8 von möglichen 50 Megabit. Und hier maximal Upload-Wert immer noch 5,5. Dürfte ja klar sein. Und das ist okay. Das ist eine 3. Damit kann man immer noch zocken und YouTube und alles. Das ist nicht das Problem. So, wir testen noch den Fingerabdruckscanner. Ihr schaut in den Spiegel und ich entsperre das Gerät. Und so können wir die Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit bewerten. Ich habe den Finger einmal eingescannt und die Geschwindigkeit, die ist ganz okay. Sagen wir mal den Preis angemessen. Vielleicht ein Ticken überdurchschnittlich. Und die Genauigkeit macht soweit auch einen ganz guten Eindruck. Ja, das passt. Und dann können wir mal noch YouTube anschmeißen. Nehmen wir mal irgendein Video von irgendeinem YouTuber, der vermutlich mal in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Und es geht um das Meizu 16S. Qualität ist auf 360p. Da geben wir uns 720p. Warum nicht 1080? Nun, weil das Display nun mal HD Plus ist und damit nur HD-Inhalte dargestellt werden können, beziehungsweise die werden runtergerechnet auf HD. Schön. Aber wie ihr sehen, ja, gehen wir mal näher ran an das Meizu 16S, was ich übrigens sehr erotisch finde. Und da ist die Schärfe hier immer noch ausreichend, um sich vernünftig YouTube-Videos anzuschauen. Ja, man kann natürlich rein und rauszoomen, weil das Video auf 1280x720 ist und das Display macht aber HD+. Schön, haben wir das auch nochmal geklärt. Maximale Lautstärke. Weil die Geräte sich doch ziemlich stark ähneln, auch von der Optik. Ja, es ist eben nur eine Verbesserung. Schön. Dann kommt jetzt das Intro. Ja. Ich entschuldige mich schon mal vielmals für die Musik. Ich muss mal für solche Tests mal irgendwelche lizenzfreie Musik raussuchen, die, naja, weniger Selbstmordgedanken fördert. Aber es hat mir gereicht, damit wir jetzt gehört haben. Ja, der eine Lautsprecher, der verbaut ist, ist natürlich Mono, kein Stereo. Der ist im Okay-Bereich. Die maximale Lautstärke ist in Ordnung, damit man sich selbst damit bespaßen kann. Stimme ist ganz vernünftig. Musik allerdings schon sehr bassfrei. Was sicherlich für das ein oder andere Musikgenre okay ist, aber natürlich nicht für elektronische Musik. Also, ja, Musik hören dann doch über Lautsprecher oder Kopfhörer. Dafür gibt es ja Bluetooth. In normalen YouTube-Videos und Gaming, das geht in Ordnung. Schön. Was kann ich euch noch erzählen? Es wird eigentlich nur noch eins. Und das ist der Digitizer. Auf den will ich auch nochmal ganz kurz eingehen. Und der ist richtig gut. Der ist richtig flott. Das heißt, man kann hier hintereinander weg sehr schnell Nachrichten reinhacken in die Tastatur. Zum Beispiel für, was weiß ich, einen E-Mail-Client oder für WhatsApp, was wahrscheinlich die meisten machen. Oder Messaging aller Art. Also der Digitizer ist auf jeden Fall, der kommt immer hinterher, egal wie schnell er schreibt. Und das ist sehr gut. Und damit kommen wir zum Ende meines kleinen Reviews. Was heißt, es ist vermutlich wieder viel zu lang. Es hat Spaß gemacht, das Gerät im Alltag zu verwenden. Ich hatte keine Probleme. Von der Performance her bin ich sehr zufrieden. Da läuft einfach mal alles flüssig im Android. Man kann sogar, wie ihr gesehen habt, auch PUBG zocken. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht Geräte wässere, die nicht wasserdicht sind. Und telefonieren funktioniert wirklich sehr gut. Die Homemuschel ist schön laut. Mein Gegenüber versteht mich gut. Ich verstehe mein Gegenüber. Ich habe auch mal guten Empfang gehabt. YouTube habt ihr ja gesehen, das zu schauen oder sowas jeden Tag, das ist, ja, geht gut von der Hand. Die Apps starten alle in der vernünftigen Geschwindigkeit. Es läuft alles vernünftig flüssig. Speicher steht ausreichend zur Verfügung. Die Kamera macht bessere Fotos, als ich erwartet hätte in dem Preisbereich. Von der Haptik her finde ich es eben auch okay, dafür, dass es ein Outdoor-Gerät ist. Absolut. Die Größe geht noch in Ordnung, das Gewicht auch. Natürlich, was ich schon erwähnt hatte, ist hier dafür ein bescheidenerer Akku verbaut worden. Und das hat sich natürlich auch in der entsprechenden Arbeitszeit niedergeschlagen. Also was ich bisher an Outdoor-Telefonen getestet hatte, die ja mit 10.000 plus mAh hatten, ja, die kamen natürlich dann auf 15, 16 bis 20 Stunden Arbeitszeit. Das ist natürlich dann schon eine andere Ansage, aber das waren dafür auch höchste Backsteine. Und das Gerät hier ist dafür, dass man es eben auch mal ins Wasser werfen darf, wenn man ungeschickt ist oder entsprechende Bedürfnisse hat. Dafür ist das Gerät schon recht kompakt, muss man sagen. Und sieht auch ganz schmuck aus. Lediglich, was man hier eben dann auch bezahlt, das ist eben ein schlechteres Display-Body-Verhältnis. Also unten ist ein fetter Rahmen, oben ist auch ein fetter Rahmen. Das kennen wir von Allscreen-Design-Telefon natürlich anders. Das wäre aber hier natürlich zu viel erwartet. Es hat Outdoor-Eigenschaften und das ist gerade, wenn man etwas ungeschickter ist, schon vom Vorteil. Und der Rest passt einfach auch. Mir ist kein Flaschenhals aufgefallen. Das ist alles stimmig. Schön.
Und das soll es gewesen sein. Jetzt nehmen wir das Ding hier mal wieder aus dem Wasserbad raus und schauen, ja, wenn es nicht wasserdicht wäre, dann wäre es, glaube ich, schon unter das Display gekrabbelt, die Flüssigkeit. Ja, ich habe schon ein Telefon gewässert, allerdings eins ohne IP68-Zertifizierung. Und da konnte ich schon schön beobachten, was es da mit dem Telefon anstellt. Ja, das war ein teurer Test gewesen. Jetzt habe ich hier eine Riesensauerei auf meinem Tisch. Also mal kurz wieder abgewischt und, ach ja, ist natürlich gesperrt. Also Fingerabdruckscanner, mal gucken, ob der auch leicht nass funktioniert. Nee, offensichtlich nicht. Schön. Aber jetzt. Ich habe ihn gerade abgewischt. Ansonsten muss man halt mit einem PIN-Code entsperren. Also in dem Preisbereich ist das Telefon auf jeden Fall von Ordnung. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt es in den Kommentaren oder kommt auf moschus.de. Da gibt es ein Forum, wo ihr das stellen könnt. Ihr könnt dort auch gerne die Fragen anderer Zuschauer beantworten oder meinen Gewinnspielen teilnehmen. Ich habe mir übrigens gerade welche aufgelöst. Zwei glückliche Gewinner habe ich bereits beschenkt und drei weitere fehlen noch. Also schaut einfach nach, ob ihr gewonnen habt und dann werde ich demnächst auch neue Gewinnspieler einstellen. Einfach ein bisschen aktiv bleiben und mal vorbeischauen und auf dem Laufenden bleiben, wann die nächsten Gewinnspieler dann starten. Also es wird natürlich bald sein, davon abgesehen. Bin auch ein bisschen in Verhandlungen, da entsprechend für euch was zu organisieren. Ihr könnt euch auf meiner Website aber auch Artikel durchlesen. Ich schreibe da regelmäßig, wenn ich was finde, was günstig ist, dann schreibe ich einen Artikel drüber, über Geräte, die ich schon getestet habe oder testen werde, immer so weiter. Da geht es um Gutscheincodes, Flash-Sale-Angebote oder Geräte, die im Abverkauf sind, auch sehr gerne im Lobby. Bereich, wofür ich mich persönlich auch ziemlich erwärmen kann. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert vielleicht meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.